September in the gardens of the Palace Hotel in Montreux on Geneva Lake is not a particularly good month or good place for butterflies. Der Garten des Montreux Palace Hotels ist im September kein besonders guter Ort für Schmetterlinge. Da ich fürchtete, dass ein bedeckter Tag ihr Erscheinen überhaupt verhindern könnte, hatte ich für alle Fälle einen Schwalbenschwanz aus einer Postkarte ausgeschnitten, um niemanden enttäuschen zu müssen. Glücklicherweise machten uns weder die Sonne noch die Schmetterlinge einen Strich durch die Rechnung. Natürlich hätten sich gewisse Orte in den Weingärten des Wallis besser geeignet für eine echte Schmetterlingsjagd. And a few Lepidoptera, whites, peacocks, as well as a hummingbird moth, did turn up. Though, of course, for really good hunting, one ought to have gone to certain spots in the valley, where second broods of some nice things may still be located on a sunny autumn day, along the little paths that go up through the vineyards to the forest. Now, it is odd, but I have never quite made up my mind how exactly the various thrills of sport, science, and nameless delight come together in the soul of a butterfly hunter. Eigenartig, aber ich habe mir niemals darüber Gedanken gemacht, auf welche Weise das Glück von Sport und Wissenschaft in der Seele eines Schmetterlingsjägers verbunden sind. So let me quote that bit. I confess I do not believe in time, in changeful, fugitive time. I like to fold my magic carpet after use in such a way as to superimpose one part of the pattern upon another. In meiner Autobiografie habe ich einmal geschrieben, ich genieße die Zeitlosigkeit aufs Intensivste, wenn ich in irgendeiner Landschaft unter seltenen Schmetterlingen und ihren Futterpflanzen stehe. Ich gestehe, ich glaube nicht an das, was man unter Zeit, unter normaler, flüchtiger Zeit versteht. Zeitlosigkeit ist Ekstase. Und hinter der Ekstase steht etwas anderes, schwer Erklärbares. Es ist wie ein kurzes Vakuum, in das alles einströmt, was ich liebe. Ein Gefühl der Einheit mit Sonne und Stein, ein Schauer der Dankbarkeit, wem immer sie auch zu gelten hat, dem kontrapunktischen Genius menschlichen Schicksals oder den freundlichen Geistern, die einen Sterblichen beglücken. Puntal genius of human fate, or to tender ghosts humoring a lucky mortal. Wladimir Wladimirovich Nabokov, geboren 1899 in St. Petersburg, Muttersprache Russisch, Gouvernantensprache Englisch, verlässt mit seiner Familie 1919 Russland, studiert russische und französische Literatur in Cambridge, lebt 22 bis 37 in Berlin, wo er Erzählungen, Essays und Übersetzungen in russischen Emigrantenjournalen veröffentlicht. Die Emigrantenkritik verurteilt ihn als unrussisch. Die sowjetische Regierung lädt ihn 1930 zur Rückkehr ein. Nabokov lehnt ab, emigriert 37 nach Paris, 40 nach USA, erhält als anerkannter Entomologe einen Forschungsauftrag der Harvard-Universität für Schmetterlingskunde, lehrt dann russische Literatur, erst in Wellesley, dann in Cornell. Lolita, 1955 in Paris, 1958 in Amerika erschienen, macht ihn weltberühmt, wird von einigen Kritikern als Meisterwerk des zeitgenössischen Romans gefeiert, von anderen als Pornografie verurteilt, von der Öffentlichkeit verschlungen, stellt bisher seine anderen meisterhaften Romane zu Unrecht in den Schatten.
Mr. Nabokov, Ihr letzter und, wie ich meine, bedeutendster Roman, Ada, handelt vor allem von dem Thema Zeit. Von erlebter Zeit, gedachter Zeit, zur Zeitlosigkeit erstarrter Zeit, vor allem aber von der Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart. Kindheitserinnerungen und Zukunftsprojektionen gehen ineinander über. Die erinnerte Kindheit wird lebendig, gegenwärtig, sie geht sozusagen als roter Faden in immer neuen Verbindungen und Variationen durch das Buch. Sie sagten einmal, dass die Rückkehr in die eigene Kindheit so viel wert ist wie die Beschäftigung mit der eigenen Ewigkeit. Hatten Sie selbst eine glückliche Kindheit? I probably had the happiest childhood imaginable. Now, the happiest I could imagine today, if I wish to give it to a character in a novel, if I had to invent a happy childhood, this would be the kind of happiness that I could invent and would fall short of the happiness that I actually experienced. Ich hatte die glücklichste Kindheit, die man sich überhaupt vorstellen kann, die glücklichste, die ich mir ausmalen könnte für einen meiner Romanhelden. And Oak Avenues in my speak memory. And in that book there is a map and a couple of photographs which provide a stylistic decor. Now, summers were generally spent in our country place, which was my mother's family estate, Vöhra, some 50 miles south. In meiner Autobiografie versuchte ich, die Orte meiner Kindheit zu beschreiben. In der amerikanischen Ausgabe ist diese Karte von dem Sommergut der Familie meiner Mutter, Vöhra, 50 Meilen südlich von St. Petersburg. Hier sieht man auf der Karte die Straße, die von Petersburg nach Warschau läuft. Unser Gut lag zu beiden Seiten des schwarz-grünen Flusses Oredesch, der sich zwischen hellen Feldern und dunklen Wäldern schlängelnd die Grenze bildete zwischen dem Gut meiner Großmutter Batova und Rojestveno, dem Gut meines Onkels, das ich am Vorabend der Revolution erbte. Black and green river, black and green because of the reflections, flowing between bright fields and dark forests and separating our estates, the Batova estate, my grandmother's estate, and the Nabokov estate, and Rozhestveno, which was my uncle Rukavishnikov's estate, my mother's brother, and which I inherited on the very eve of the revolution. Batova had once belonged to a famous rebel and minor poet, Relayev. Batova hatte einmal dem berühmten Rebellen und weniger berühmten Dichter Relayev gehört, der 1826 für seine Mitwirkung an der Revolution der sogenannten Dezembristen gehängt worden war. Sein Gedächtnis wurde durch unzählige Gouvernanten und Hauslehrer, Generationen von kleinen Nabokovs, wachgehalten, da ein wunderschöner Pfad nach ihm benannt war. Wir wussten nie, was unter dem Pfad des Gehängten gemeint war. Und ich habe erst sehr viel später den historischen Sachverhalt kennengelernt. I learned about it much later, in fact. And it was poor Relayev's favorite walk. Now, oddly enough, the Rozhestveno property, which I inherited, das Schloss Rozhestveno, erbaut im klassischen italienischen Stil, das ich erbte, hatte um 1715 Prinz Alexei gehört, dem unglückseligen Sohn des brutalen Zaren Peter des Großen, den ich lieber Peter den Ersten nenne. Er hatte seinen Sohn über Jahre hinaus dort eigenhändig gefoltert, und zwar als Strafe für Alexeis Versuch, nach Italien zu fliehen, von wo ihn Agenten des Zaren zurückgebracht hatten. Archbully Peter the Great, whom I never called Peter the Great, I always call him Peter the First, who had personally tortured his son to death, personally, for a long time, in punishment for Alexei's attempt to seek refuge abroad in Italy. He was actually brought back
by the Tsar's agents and slowly put to death. I have some pictures here of my childhood and youth. Here is one. Hier bin ich als Dreijähriger in St. Petersburg. Hier im Frühjahr 1909 auf dem Gut meiner Großmutter. Early summer 99. Eine Familiengruppe, aufgenommen im Garten des Gutes Vera. Then there's one in Berlin. In Berlin 1910, wo ich regelmäßig im Eispalast Eislaufen ging. Eispalast, can that be? Ja. Because there was a roller rink place on the Kurfürstendamm, and then there was an Eispalast somewhere in another part of Berlin. I think it was in the Unter den Linden. And then there is 1915. Mit 16 wieder in St. Petersburg. Petersburg and finally. Und schließlich 1918 in Jalta auf der Krim mit meinen beiden Brüdern und meinen beiden Schwestern. Ihre Kindheit und Jugend als Sohn einer der großen, berühmten Familien Russlands war also ungetrübt glücklich. Glauben Sie, dass es für Ihren Sohn Dmitri auch ein ungetrübtes Glück ist, der Sohn eines berühmten Vaters zu sein? Well, why don't you ask him yourself? I'm sure he'd be delighted to tell you. Dmitri Nabokov lebt in einer luxuriösen Dachwohnung eines Apartmenthauses in Monza bei Mailand. It is a very big question, but the answer is very simple. I'm very proud. I have no envy or jealousy, as some sons perhaps have. Eine große Frage, aber die Antwort ist einfach. Ich bin stolz darauf, der Sohn meines Vaters zu sein, kenne weder Neid noch Eifersucht. Wir übersetzen, wenn immer mein Beruf als Sänger es zeitlich möglich macht, gemeinsam Bücher, die er auf Russisch in Berlin schrieb und die jetzt in Amerika und England erscheinen. Er schätzt mich als Übersetzer, weil er weiß, dass ich an seinem Text nichts ändere, sondern versuche, so wortgetreu wie irgend möglich zu sein. Ich habe oft mit meinem Vater darüber gesprochen, wie seine Figuren Gestalt annehmen und die Welt, in die er sie stellt, entsteht. Es ist wie ein Film in seiner Vorstellung, der nur entwickelt zu werden braucht. Es ist alles schon da und muss nur realisiert werden. Er hat mir auch erzählt, dass er auf seine verlorene Jugend um nichts in der Welt verzichten würde, denn er verdankt ihr schließlich die Erfüllung und das Glück, das er in seinem Leben gefunden hat. Frank with me tells me all his innermost thoughts. I've asked him, for example, how his creative process occurs. Whether he has a clear idea beforehand of the world in which the action of his books takes place. And he said, yes, it's there, it's like a film which has not been developed. Just a question of developing it, of writing it down. It's all there in his mind, a la Schopenhauer, a la Plato. It all exists, it's a question of realizing it. And he has also told me that he doesn't think he would exchange his lost youth for the tremendous satisfaction that he's had, for the fulfillment which he has had in his life. I hope one day to achieve the same fulfillment. I doubt if I ever shall, because I think very few people have this good fortune. I'm very proud of him, and we're wonderful friends.
Nun, der Stolz des Sohnes auf den Vater dürfte auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich kann nur Dimitris Übersetzungen ihrer Berliner Romane und Geschichten aus dem Russischen ins Englische beurteilen, die veröffentlicht wurden. Sie scheinen in dem gleichen brillanten Englisch geschrieben zu sein wie ihre späten Romane, die sie in Englisch schrieben. Und das will doch viel heißen. Aber zurück von unserer Exkursion in den Süden zu den wolkenbehangenen Gestaden des Genfer Sees und zur nächsten Frage. Nun zu Ihrer Studentenzeit in Cambridge. Was ist dieses schwer definierbare Gefühl, von dem Sie in Bezug auf Cambridge sprechen? Ist es für Sie so etwas wie die dauernde Präsenz der Vergangenheit? Allow me to read a passage from Speak Memory. I cannot help realizing that aside from striking but more or less transient customs and deeper than ritual or rule, there did exist this residual something about Cambridge that many a solemn alumnus has tried to define. Lassen Sie mich wieder aus meiner Autobiografie zitieren. Ich kann mich der Einsicht nicht verschließen, dass Cambridge etwas eigen war, was schon so mancher Alumnus vergeblich zu definieren versucht hat. Für mich liegt diese Grundeigenschaft in dem ständigen Bewusstsein einer uneingeschränkten Ausdehnung der Zeit. Nichts, worauf der Blick fiel, war zeitlich abgeriegelt, alles war eine natürliche Öffnung zur Zeit hin. Ich weiß nicht, ob jemand jemals auf der Suche nach meinen Spuren auf den Fußballplätzen von Cambridge gehen oder meine Schritte über das Quadrangle zu der Wohnung meines Tutors verfolgen wird. Aber ich weiß, was mir die alten Gemäuer, hinter denen die großen englischen Dichter zu ihrer Zeit lebten, bedeuteten. Sie hinterließen tiefe Spuren in meiner Seele. Ich weiß nicht, ob es Cambridge war, das die Umrisse und Farben meiner eigenen, sehr russischen Gedanken damals prägte, aber sicher rief Cambridge besonders die Kindheitserinnerungen in mir wach, die für mich mit der englischen Sprache verbunden waren. I was quite sure that Cambridge was in no way affecting my soul. Although actually it was Cambridge that supplied not only the frame, the accidental frame, but also the very colors and inner rhythms of my very special Russian thoughts. Environment, I suppose, does act upon a creature if there is in that creature already a certain responsive particle or strain. In this case, the English strain that had imbibed in my childhood. And of this, I had my first inkling just before leaving Cambridge, during my last and saddest spring there. At the very moment that the careful reconstruction of my artificial, but beautiful, beautifully exact Russia had been completed. And I think one of the very few practical actions that I... Ich studierte Russisch, und eines der wenigen praktischen Dinge, die ich im Leben je erreichte, war ein Ehrendiplom von der Universität Cambridge. Honors degree. Sie haben 17 Jahre Ihres Lebens in Berlin gelebt. Wir kennen diese Zeit aus Ihren frühen Romanen und Erzählungen, die Sie dort schrieben. Stimmt es, dass Sie in dieser Zeit nie richtig Deutsch gelernt haben? Well, let me explain it this way. Of course, my first Russian novel was written in Berlin in 24. This was Mary, in Russian Mashinka, and the first translation of any of my books was Mashinka, in German under the title Sie kommt, kommt sie, published by Ullstein in 28. Ich schrieb meinen ersten russischen Roman Mashinka in Berlin 1924. Die erste Übersetzung irgendeines meiner Werke erschien auf Deutsch bei Ullstein 1928. Auch die nächsten 7 Romane wurden auf Russisch in Berlin geschrieben und spielen alle in Berlin. Die Berliner Parks, die hässlichen Wohnhäuser, der Grunewald mit seinen Schmetterlingen,
und der glitzernde, nasse Asphalt der Berliner Nächte sind der deutsche Beitrag zu den 8 Romanen, die in der Zeit entstanden. There would always be some of the rather ugly houses of Berlin. There would be bits of the beautiful Grunewald with its interesting butterflies. And of course, there would be those kaleidoscopic, richly colored, wet sections of asphalt in the Berlin night. And this is the German contribution to the atmosphere and to the production of all of my 8 Russian novels written in Berlin. When I moved there from England in 21, I had only a smattering of German picked up in Berlin during a much earlier stay in the winter of 1910, when my brother and I went there with a Russian tutor to have our teeth fixed by an American dentist. Als ich 1921 von England nach Berlin übersiedelte, konnte ich nur einige Brocken Deutsch, die ich 11 Jahre zuvor dort gelernt hatte, als ich mit meinem Bruder und einem Hauslehrer zu einer Zahnbehandlung nach Berlin geschickt wurde. Während meiner Studentenjahre pflegte ich mein Russisch, indem ich russische Gedichte schrieb. Als ich nach den 3 Jahren in England nach Berlin kam, ergriff mich eine Art Panik, dass ich meine Muttersprache verlieren könnte. Die sprachliche Abgeschlossenheit, die ich suchte, wurde mir dadurch leicht gemacht, dass ich in einem Kreis von russischen Emigranten lebte, ausschließlich Russisch las, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher. Meine einzigen Vorstöße in die Landessprache waren Begegnungen mit meinen Vermietern und die allernotwendigste Routine von Einkäufen. Heute bedauere ich, dass ich mir damals nicht mehr von der deutschen Sprache aneignete. Aber ich habe mich mit ihr beschäftigt, wenn auch wenig. In meiner Jugend hatte ich für eine russische Sängerin, die einen wirklich singbaren russischen Text brauchte, Lieder von Heine ins Russische übersetzt. Später habe ich auch Goethe und Kafka nebenher für meine Vorlesungen gelesen, ebenso wie Homer und Horaz. Und natürlich habe ich seit meiner Kindheit mit Hilfe eines Wörterbuchs unzählige deutsche Schmetterlingsbücher gelesen. Ich möchte etwas schenken. I now regret that I did so poorly. I regret it from a cultural point of view. The little I ever did in that respect was to translate in my youth the Heine songs for a Russian contralto who incidentally wanted the musically significant, important vowels to coincide in both languages, in fullness of sound. And therefore I transformed Ich grolle nicht into Net Zlobe Net, instead of the unsingable old version where the crucial word is not accented, Я не сержусь. Later I read Goethe and Kafka en regard for my lectures, as I also did Homer and Horace. And of course, since my early boyhood, I have been tackling a multitude of German butterfly books with the aid of a dictionary. Thank you.
My father was a liberal statesman, member of the first Russian Duma, the first Russian parliament, a champion of justice. Mein Vater war ein liberaler Staatsmann, der ersten Duma, dem russischen Parlament, angehörte. Er war ein Verteidiger des Gesetzes und des Rechts. 1870 geboren, verließ Russland 1919 und wurde 3 Jahre später in Berlin von 2 faschistischen Rowdies niedergeschossen, als er versuchte, einen anderen russischen Emigranten, einen liberalen Politiker, dem der Anschlag galt, mit seinem Körper zu decken. Professor Milyukov. And here are some pictures of my father as a young man around 1895. Hier mein Vater in jungen Jahren mit meiner Mutter auf dem Familiengut. Hier mit mir um 1906 in St. Petersburg. In Berlin, a few weeks before his death. In Berlin, einige Wochen vor seinem Tode im Verlagshaus Ullstein, wo damals die russische Emigrantenzeitschrift Rui, das Steuer, herausgegeben wurde. I have also pictures of my mother. Meine Mutter Helen war die Tochter von Ivan Rukavishnikov, Landjunker, Philanthrop und Exzentriker. Ivan Rukavishnikov, country gentleman, eccentric and philanthropist. This is a wonderful old picture taken around 1895. Hier ist sie 1895 mit ihrer Mutter in St. Petersburg. Hier um 1898. Sie trägt einen Fächer, um anschließend auf einen Ball zu gehen. In 1898, with me. Mit mir zusammen im Jahre 1900. We both wear wonderful hats. In 1900. And then one of my favorite photos. Eines meiner liebsten Fotos zeigt die Familie in Bad Kissingen im Jahre 1910. Mein armer Bruder Sergei. Ich selbst, schon damals mit einem Schmetterlingsnetz bewaffnet. Und natürlich darf unser Dackelbox nicht fehlen, der in München gekauft wurde. They used to be called Dachshunds in those days, acquired in Munich. His name was Box. Then a beautiful picture of a beautiful reproduction of a pastel by Bakst of my mother. Ein Pastell meiner Mutter von dem Maler Bakst von 1910. Es hängt heute in der Leningrader Eremitage. No longer in our house. It is in the Leningrad Museum, where it can be inspected. Now, I have also a picture of my paternal grandfather, Dmitri. Mein Großvater väterlicherseits, Dmitri Nabokov, geboren 1827, 8 Jahre lang Justizminister unter 2 Zaren. For 8 years under 2 Tsars. And I have also a picture of his uncle, Ivan Nabokov. Sein Onkel war ein Held der napoleonischen Kriege. One of the heroes of the anti-Napoleon Wars. 1812, of course, is the most patriotic date in Russian annals. I have also here my grandmother, my paternal grandmother. Meine Großmutter väterlicherseits, eine Baroness von Korff, wahrscheinlich um 1855 in Paris aufgenommen. Sie war damals 16 und heiratete im gleichen Jahr. At the age of 16, at the age she married. And another picture of her at the turn of the century. Hier ist sie um die Jahrhundertwende. My grandmother's grandmother, Antoinette Graun, was the granddaughter of the composer Karl Heinrich Graun. Mein direkter Vorfahr aus der Linie der Korffs ist der Komponist Karl Heinrich Graun, der aus einer Organistenfamilie aus Warenbrück in Sachsen kam und 1759 in Berlin starb. 17 Jahre zuvor war die damals neu erbaute Berliner Oper mit seinem Werk Cäsar und Kleopatra eröffnet worden. Er galt als einer der größten Komponisten seiner Zeit. Where 17 years earlier,
the new opera house had opened with his Caesar and Cleopatra. He was one of the most eminent composers of his time, even the greatest, according to local necrologists, touched by his royal patron's. Etwas abseits stehend, ist er mit übereinandergeschlagenen Armen auf Menzels Flötenkonzert in Sanssouci abgebildet. Reproduktionen davon verfolgten mich durch alle deutschen Pensionen, in denen ich in den Jahren meines Exils wohnte. Reproductions of this picture kept following me through all my German lodgings in which I stayed during my years of exile. In the course of my life, I have devoted a prodigious amount of time to the composing of chess problems. To compose a chess problem, you must concentrate upon its construction for perhaps 20, 30, 40 hours, even more. Not in one day, of course, but perhaps 2 or 3 hours per day. Sometimes it takes a month, 2 months to construct one problem. Im Laufe meines Lebens habe ich eine geradezu unglaubliche Zeit auf die Komposition von Schachproblemen verwandt. Ein Problem allein erfordert eine Konzentration von wenigstens 30 oder 40 Stunden. Das geht über Tage, oft über 2 oder 3 Monate. Es gibt Probleme, die in 2, 3, manchmal auch 4 Zügen zu lösen sind, das heißt zum Schachmatt führen. Es ist eine schöne, nuancierte und sterile Kunst. Sie verhält sich zum Schachspiel wie die Lyrik zum Journalismus oder wie die Kugel als solche zu der Kunst eines Jongleurs im Zirkus oder zum Tennisspiel. Die meisten Schachspieler haben nur ein mildes Interesse an diesen Problemen, die sie vielleicht hin und wieder mit einem gewissen Vergnügen betrachten, aber nicht weiter ernst nehmen. So wie ein großer Schriftsteller, der ein Gedicht vielleicht mit Genuss liest, aber sich davon in seinem Schreiben nicht betroffen fühlt. In diesen Problemen geht es um poetische wie um mathematische Inspiration, die mich oft mitten am Tag in den unwahrscheinlichsten Situationen als eine Art geistigen Vergnügens überfällt. Die Knospe eines Schachproblems öffnet sich plötzlich in meinem Gehirn und verspricht mir eine Nacht von Arbeit und Glück. I think it is the same difference between a writer of prose who writes only prose and a writer of poetry. Perhaps he shows his poem to a fiction writer, and the prose writer will say, well, poetry and prose are different things, which is not true, really. So it is in those problems, it is inspiration of a, I would say, poetical, mathematical type. And it is very curious because it is inspiration. Frequently in the middle of the day, on the fringe of some trivial occupation, in the idle wake of a passing thought, I would experience, without warning, a twinge of mental pleasure as the bud of a chess problem burst open in my brain.
promising me a night of labor and felicity. It might be a new way of blending an unusual strategic device with an unusual line of defense. It might be a glimpse of the actual configuration of men on the board that would render at last with humor and grace a difficult theme that had despaired of expressing before. Die verschiedensten Variationen sind möglich, die Humor und Grazie miteinander verbinden. Oft überkommt einen mit plötzlicher Klarheit ein schwieriges Thema, an dessen Lösung man bisher verzweifelte. Andere Male handelt es sich um ein schnelles, lautloses Schauspiel, das den Ausblick auf neue Harmonien, neue Konflikte freigibt. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass dieses beglückende Spiel so viel von meiner Zeit genommen hat, die ich auf produktive, verbale Gestaltung hätte verwenden können. Maniacal manipulation of carved figures of their mental counterparts during my most prolific years engulfed so much of the time I could have devoted to verbal adventure. Не обдуманно поступили. Так я скоро кончусь. Ничего, вы. Ничего, еще есть некоторые возможности. Очень небольшие. А почему же вы сразу не взяли? Ну, ты торопишь, что-то я не могу. Я не тороплюсь. Коня нельзя взять, чтобы потерять их нельзя. Коня. Приятно, но это так. А пешку можно? Пешку можно. I've always been an omnivorous consumer of books. And now, as in my boyhood, a vision of the night's lamplight on a bedside tome is a promised treat and a guiding star throughout the day. A good book awaits me. Mein ganzes Leben lang war ich ein unersättlicher Leser. Noch heute, genauso wie in meiner Jugend, belebt mich tagsüber die Freude auf ein gutes Buch, das mich unter der Nachttischlampe erwartet. Zu den anderen Vergnügungen, die ich Zeit meines Lebens genoss, gehörte Sport. Früher spielte ich Fußball, heute schaue ich mir gerne Fußballspiele im Fernsehen an. Es ist übrigens die einzige Gelegenheit, bei der ich vor dem Bildschirm sitze. Essen bedeutet mir wenig, mehr hin und wieder ein gutes Glas Wein oder das, was ich einen dreieckigen Schluck Bier aus der Dose nenne. Ich liebe es auch, Sonnenbäder auf dem Rasen des Hotels zu nehmen. I love sunbaths on the lawn and that kind of simple pleasures of the poor. Now, less ordinary perhaps is the unruffled flow of a family life which during its long course, almost half a century now, has made absolute fools. Weniger gewöhnlich ist vielleicht der ununterbrochene Ablauf eines harmonischen Familienlebens, das mehr als ein halbes Jahrhundert umspannt und das Geschwätz von den Einflüssen einer widrigen Umwelt und der Ungunst der Umstände Lügen straft. Diese Ehe überdauerte alle Stadien der Emigration. Die meisten meiner Arbeiten sind meiner Frau gewidmet.
Der Leser kennt ihr Bild, sei es in den fotografischen Reproduktionen oder sei es wiedergegeben in meinen Büchern durch eine andere mysteriöse Verwendung von Farben und Licht im inneren Spiegel der Seele. And here are a few old photos. This is Vera at 6 in St. Petersburg. Vera mit 6 in St. Petersburg. A formal but very nice Boissonnat and Egler photograph. This is she at 20. Hier ist sie mit 20 in Berlin. And here we are both of us in 19. Das sind wir beide um 1924 auf dem Kurfürstendamm. Im Jahre 1960 an Bord der Queen Elizabeth. Im Grand Hotel in Rom, ungefähr zur gleichen Zeit. Diese beiden Bilder wurden von dem Fotografen Halsmann in den 60er Jahren aufgenommen. Chess on the balcony, for instance. It was in Berlin that we married in April 25. In the midst of my writing my first Russian novel, Mary. We were ridiculously poor. Wir heirateten in Berlin im April 1925. Ich schrieb damals gerade meinen ersten Roman. Wir waren geradezu lächerlich arm. Ihr Vater hatte in der Revolution alles verloren. Meine verwitwete Mutter lebte von einer armseligen Pension. Wir hausten in trostlosen Zimmern im Westen Berlins bei verarmten deutschen Militärfamilien, die ihre eigenen Sorgen hatten. Ich verdiente unseren Lebensunterhalt mit Englisch- und Tennisunterricht. Nach 9 Jahren wurde unser einziger Sohn geboren. In den späten 30er Jahren emigrierten wir wieder, diesmal nach Frankreich. Meine Bücher begannen übersetzt zu werden, meine Vorträge in Paris und anderswo waren gut besucht, es schien aufwärts zu gehen. Aber dann kam unvermittelt das Ende meiner europäischen Epoche im Jahre 1940, als wir nach Amerika gingen. Fühlen Sie sich als amerikanischer oder als russischer Autor? I would say that I see myself as an American writer, raised in Russia, educated in England, and imbued with the culture of Western Europe. Ich sehe mich als amerikanischer Schriftsteller, in Russland aufgewachsen, in England erzogen und erfüllt von der kulturellen Tradition Westeuropas. Ich bin mir dieser eigenartigen Mischung wohlbewusst, aber auch der klassische Plum Pudding kann sich nicht in seine Zutaten zerlegen, besonders wenn er noch umflackert ist vom fahlen Feuer, in dem er serviert wird. Viel wäre zu sagen über meine heroische Leserschaft in Russland, aber nicht nur meine eigenen Emotionen, sondern vor allem ein Verantwortungsgefühl hindern mich daran. Was zog sie nach der Schweiz? Well, besides the obvious virtues of... Neben den offensichtlichen Vorzügen der Schweiz, einige Details, die das Leben hier besonders angenehm machen. Ein hervorragender Postservice, keine Demonstrationen oder Streiks, alpine Schmetterlinge, sagenhafte Sonnenuntergänge, direkt vor meinem Fenster über dem See. Und auch die Annehmlichkeiten eines Sonnenuntergangs im übertragenen Sinn, in einer reizvollen Umgebung. In charming surroundings.
Die untergehende Sonne im metaphorischen Sinn, das Alter, der Lebensabend. Es spielt ja in ihrem Roman Ada, die Hauptpersonen, das Liebespaar Van Veen und Ada, blicken als fast 100-Jährige auf ihr wechselndes Verhältnis zueinander zurück. Das Alter, meine ich, spielt eine fast ebenso große Rolle wie die Kindheit, wobei wir wieder an unserem Ausgangspunkt wären. Die letzte Frage: Warum wählten Sie Montreux als Ihre Wahlheimat und warum gerade dieses Hotel als Ihr Domizil? A sort of topsy-turvy nostalgia indicated Montreux. Old world. Eine Art Kindheitssehnsucht sprach für Montreux. Eine sich dem Westen zugehörig fühlende russische Oberschicht hatte immer schon eine Vorliebe für diese Stadt gehabt. Was die Wahl des Hotels betrifft, so ist die Antwort leicht. Es ist das Beste in Montreux. Einige oberflächliche Besonderheiten habe ich in meinem bildhaftesten Roman Ada übernommen, wie etwa die Balkone oder die Aussicht vom Zimmer. Einige der delikaten Bilddetails des Romans haben ihren Ursprung hier, wie die schnörkelnden Gitter, die bemalten Decken. Ein hübsches Spielzeug, das von den Vergissmeinnicht am Rande eines Baches festgehalten wurde. Schmetterlinge und Schmetterlingsorchideen. Die Aussicht von marmornen Treppen an trüben Tagen. Eine letzte Frage. Mir scheint, dass sich ein roter Faden durch Ihr Werk, vor allem durch Ihre früheren Romane und Erzählungen, zieht. Es ist, meine ich, die Vergeblichkeit. Das leicht melancholisch, fast ironisch gesehene Zunichtewerden unserer Ziele und Bemühungen. Andererseits kenne ich kaum einen Menschen mit einem so starken Gefühl für die Herrlichkeit des Lebens. Ist das ein Widerspruch? Now I wonder, is there so much doom and frustration in my fiction? Humbert is frustrated, okay? Some of my other villains are frustrated and doomed. Police states are horribly frustrated and doomed in the long run. Liegt in meinen Romanen wirklich so viel Vergeblichkeit und Frustration? Humbert ist frustriert, gut, auch einige meiner schurkischen Gestalten sind es. Alle Polizeistaaten in meinen Romanen sind im Untergang geweiht. Fast alle meine Gestalten aber, denen meine Sympathie gehört,
sind letztlich siegreiche Helden. Ich glaube wirklich, dass eines Tages ein Kritiker mein Werk umwerten wird, dass man in mir alles andere als einen frivolen Luftikus sehen wird, vielmehr das genaue Gegenteil. Einen strengen Moralisten, der gegen das Lasterhafte gekämpft, die Dummheit in Fesseln gelegt, alles Vulgäre und Grausame der Lächerlichkeit preisgegeben und souveräne Macht der Zärtlichkeit, dem Talent und dem Stolz zugesprochen hat. Talent, Pride. I'm going to read a poem. Dieses Gedicht, 1959 in Sanremo geschrieben, ist eine Art ironische Parodie eines berühmten Gedichtes Boris Pasternaks und setzt Lolita in Verbindung mit der Figur des Dr. Zhivago. Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель или злодей? Я заставляющий мечтать мир целый, о бедной девочке моей. О, знаю я, меня боятся люди и жгут таких, как я, за волшебство. И как от яда в полом изумруде мрут от искусства моего. Но как забавно, что в конце абзаца корректору и веку вопреки тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки. Now here's the English. What is the evil deed I have committed? Seducer, criminal, is this the word? Welch böse Tat habe ich begangen, bin ich Verführer oder Schuft? Ich, der ich die ganze Welt zu träumen zwinge von meinem armen kleinen Mädchen. Ja, ich weiß wohl, dass mich die Menschen fürchten, als Zauberer verbrennen meinesgleichen sie, und wie an einem in Smaragd gefassten Gift, so sterben sie an meiner Kunst. Doch amüsiert es mich zu denken, dass trotz aller Korrektoren meiner Zeit zum Hohn der Schatten russischen Laubes einst mein Marmorhand umspielen wird. A Russian branch's shadow shall be playing upon the marble of my hand.